mein schönste Ferienerlebnis habe ich vor über 27 Jahren dürfen erleben. Es war zudem auch einer meiner schönsten Tage im Leben, weil an diesem Tag habe ich geheiratet. Mit den Kolleginnen, die ich einmal im Espenmoos war, die haben organisiert, dass ich den Matchball auf den Platz bringen mit meinem Mann zusammen. Das haben wir natürlich nicht gewusst, bis kurz vor 17:30, wo dann der Match St. Gallen-Lugano losgegangen ist. Da sind sie mit uns ins Espenmoos gefahren. Ich war schon ein bisschen nervös, weil halt eben hinter dir sind beide Mannschaften, das Stadion ist voll. Und ich habe da wirklich vielleicht eine halbe Stunde, drei, vier Stunden vorher erfahren, dass ich das machen kann. Das war schon riesig, ja. Und hat schon ein bisschen Emotionen ausgelöst. Und halt auch nachher. Also, es war riesig. Das hat mich natürlich nachher noch lange verfolgt. Da bist du immer wieder, hast du das in Erinnerung gehabt. Und heute noch, oder? Ja. Der Jogi Stil hat mir da unten noch die Hand gegeben. Hat den Kompen unten und hat an uns und hat gratuliert. Und für alle die, die das Gefühl hatten, ich hätte dann nicht grünes angefahren, habe ich dann ein grün-weißes Strumpfband unter meinem Kleid angehabt. Den Matchball habe ich noch einen bekommen, den konnte ich mit heimnehmen. Ein grosses Matchplakat und halt verschiedene Fotos auch, die die Fotografin hier gemacht hat für uns. Auch heute noch, wenn ich mal jemandem von dieser Geschichte erzähle, ja. Dann sehe ich es auch, ja, also das ist riesig, ja. Durch und durch grün-weiss im Herz, ja, da gibt es nichts anderes. Wir haben so viel, ja, so viel Schönes erlebt hier im Espenmoos Kribbelpark und auch viel Trauriges, aber ich glaube, da verbindet einfach, da kann man nichts ändern dran.